Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Eingelegt und Nachgeholt. Heute mit... Archie! Archie! Hurry! Leave us, Archie! Ungefähr dem da. Also Sin and Punishment, dem N64-Titel. Ihr seht auch schon unten allerlei japanisches Gedöns. Das liegt großteils daran, dass das Spiel tatsächlich nie bei uns für N64 erschienen ist, sondern lange Zeit in Japan geblieben ist. Kam 2000 raus, bei uns dann erst später als Wii Virtual Console Titel. Ich überlege gerade, ob wir uns das angucken oder ob wir einfach das skippen. Die sieht nicht sehr gesund aus. Also confirmed Radon's location. Didn't I tell you? Make me the bait and Radon will come to the feast. Radon is jealous of me. I took you for myself. I have chosen you. Okay. Liegt es an mir oder warum verstehe ich da kein Wort von? Wir skippen das mal. Vielleicht nimmt das ja alles jemand vernünftigen Anfang. Start Game. Ich spiele es übrigens natürlich auf Wii U. Muss daher auch erstmal gucken, wie hier alles funktioniert überhaupt. Nein. Okay, man springt auf den Schultertasten. Wieso kann ich nicht schießen? Es muss doch irgendwie einen Knopf geben. Okay, laufen kann ich nicht mit dem... Huch? Ach so, okay. Wieso kann ich nicht schießen, egal welchen Knopf ich drücke? Nee, 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 Leute. Das geht so nicht. Irgendwas läuft hier doch schief. So, das sind die C-Knöpfe. Ja, das macht ja auch Sinn. A ist A, B ist B. X ist nichts. Plus ist Start, das macht auch Sinn. L ist L, R ist R, ZL ist... Ah, vielleicht da? Habe ich das übersehen? Ja, hier geht's. Okay. Optik ist natürlich arg gewöhnungsbedürftig. Dadurch, dass es einfach nur mal ein N64-Titel ist, das ist schon etwas, was ich fast befürchtet hatte. Da ich finde, dass die N64- und PS1-Titel sehr undankbar gealtert sind. Also manche kann man tatsächlich noch nachholen, für andere muss man sich schon ein wenig reinhängen. Ich habe übrigens gerade, bevor ich hier angefangen habe, mal kurz auf Wikipedia überschlagen, worum es eigentlich geht. Scheinbar geht es darum, dass in der Zukunft eine gewisse Nahrungsknappheit herrscht und man irgendein Vieh, Tier, was auch immer gezüchtet hat, um die Menschen zu ernähren. Dieses Vieh ist allerdings dann irgendwie mutiert und macht jetzt ein bisschen Rambazamba. Ich vermute mal, das sind die hier gerade ein bisschen Trouble verursachen. Steuerung ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht warum. Irgendwas. Ach, jetzt weiß ich, warum mein Kopf hier spinnt. Die Sticks sind vertauscht. Ich bewege mich quasi mit den C-Knöpfen, aka mit dem rechten Stick auf dem Pro-Controller, und ziele mit dem linken. Aber Moment, das müsste sich ja. Wenn wir smart sind, können wir das ja ändern. Linker Stick. Das sind C-Knöpfe. Okay. Ein rechter Stick. Ist der linke Stick, quasi. Oh, viel besser. Ups. Jetzt weiß ich, wie sich Linkshänder fühlen müssen. Es gibt ein sehr, sehr cooles Video von Etienne Gardet von Game One, wo er sich quasi darüber beschwert, wie fürchterlich das ist, als Linkshänder diese Rechtshändersteuerung zu nutzen. Ich hüpfe mich einfach mal hier so ein bisschen durch die Weltgeschichte in Hoffnung, dass mich da nichts trifft.
Yeah. Der Typ übrigens hier, den ich spiele, kam auch in Smash Bros. Brawl vor als Helfer-Trophäe. Er hier, Saki oder wie er hieß? Saki! Ja. Oh, Saki! Good morning, Saki. Ooh. Good morning, Iron. Come on, we've got work to do. Boah, also dieser Artstyle ist ja irgendwie gruselig. Let's go. Und irgendwie kommt man sehr zusammenhangslos von einem ins nächste, oder täuscht es? Wahrscheinlich habe ich einfach nur nicht den Durchblick hier, wie das Spiel läuft. Ja, gut, sehr gut. Aha! Ja, watch out behind us ist sehr gut, wenn ich mich nicht umdrehen kann. Es sieht nicht sehr gesund aus, wie er da steht, oder? Oder täuscht es wegen seinem komischen Teil, was er da an der Seite trägt? Also das besser gealterte Spiel ist auf jeden Fall das für die Wii, was ich ebenfalls schon mal nachgeholt habe. Ja, weiß ich nicht. Das war aber ähnlich wirr. Also storytechnisch war das irgendwie mindestens genauso verwirrend. Ich frag mich nur, warum das eine englische Synchro hat, wenn es doch, wenn sogar nur die Untertitel japanisch sind. Also hat man das damals für den Virtual Console Release irgendwie nochmal übersetzt oder wie oder was? Oder bin ich da falsch informiert? Wäre cool, wenn es einer weiß, mal bitte posten. Habe ich eigentlich bis jetzt tatsächlich noch kein Life verloren oder warum verändert sich diese Leiste oben nicht? Okay, also wenn die nah genug dran sind, kann ich wohl scheinbar auch mein Schwert benutzen. Jawohl. Warum haben die denn so komische Haut? Einfach immer mit Druff, ne? Oh. Ah, jetzt habe ich mal Lebensenergie verloren. Okay. Jetzt verliere ich aber öfter mal was hier. Aber man kann sogar die einzelnen Raketendinger kaputt machen. Ja, das ist cool. Okay, wenn es also noch richtig Strategien gibt, wo man am besten hinschießt, ist schon nicht schlecht. Ansonsten aber ganz schön arcadisch, oder? Warum hat die denn links so schräge Arme? Das sieht doch total krank aus.
has started attacking. Wie er da schon steht, Junge. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass dieser Teil irgendwie nicht so cool gealtert ist. Und dann wahrscheinlich noch mit der abgedrehten Geschichte. Das wird dann wohl auch der Grund gewesen sein, warum es nie nach uns kam. Kann ich mir zumindest vorstellen, es klingt plausibel. Oh. Also ich muss sagen, wenn man aber die Sticks vertauscht hat, geht die Steuerung echt gut von der Hand. Ist ein bisschen ungewohnt, dass man auf dem linken Trigger schießt, aber dadurch, dass man den Knopf eh fast die ganze Zeit gedrückt hält, ist es ziemlich egal. Oh, Junge. Autsch. Bin ich eigentlich der Einzige, der bei dem, was sie sagt, immer Rodan hört, wie in Bayonetta? Ah. So. War nicht schlecht. Wie überraschend, dass er nochmal hochkommt. Das ist jetzt gerade so 2D-mäßig, quasi. Ich kann nämlich nur auf einer Ebene laufen. Okay, da sollte ich nicht reinrennen. Ja, okay, ich kann ihn mit dem Schwert schieben. Boom. Okay, da komme ich dann aber wohl nicht mehr durch. Hey. Oh. Das sollte mir wohl auch besser nicht passieren. Aber ich habe immerhin schon festgestellt, dass wenn ich zweimal in eine Richtung drücke, kann ich so eine coole Ausweichrolle machen. Jetzt hat er wieder seinen komischen Schild da. Bin ich jetzt wieder dran? Ja, jetzt komme ich. Kaboom! Also dieses Schwert scheint mir wirklich mit Abstand die effektivste Methode zu sein. Jawohl! Enemy down! Die hat auch so einen komischen Arm. Let me take him. He's only human. Now's our chance to test the power of the blood you gave me. Okay. Okay.
Muss ich verstehen, warum da jetzt so ganz viele Leute angeflogen kommen? Ihr selber kann ich aber irgendwie keinen Schaden machen. Okay, muss ich jetzt einfach nur durchhalten oder was soll das? Was zur Hölle? Okay, schräges Japano-Gedöns. Was soll ich denn da machen zur Hölle? Ah, das Schwert, okay. War doch garantiert nicht das letzte Wiedersehen. Was zur Hölle? Okay, Saki, show me what you've got. Hä? Bin ich der Einzige, der hier überhaupt nicht mehr durchsteigt? Leute, also ich habe ja schon einige Anime gesehen und einige Spiele gespielt, aber das hier übersteigt gerade so einiges. Also nur mal fürs Protokoll. Ich habe gerade gegen eine Frau gekämpft, die das Blut von irgendjemandem bekommen und einen sehr seltsamen Arm hat. Dann versinkt Tokio in einem Meer aus Blut, ich schwimme darin und plötzlich bin ich ein riesengroßes Monster-Alien-Viech-Krach-Bumm-Ding und kämpfe gegen das andere große Monster-Viech-Krach-Alien-Bumm-Ding. Klar! Also jeder, der behauptet hat, Bayonetta wäre abgedreht, soll dieses Spiel mal spielen. Meine Güte. Ich beiß hier langsam ins Gras, das finde ich nicht so cool. Oh Mann. Hat er gerade seine Freunde umgebracht? Kann mir mal irgendeiner erklären, was die Scheiße soll? There's an enemy out there, a monster. I won't let it run free. Thinking of revenge? I lost Kachua. Now it's Achi's turn to lose something. Kachua's gone. Think of the living, like me. Radon, Kachua, the women I passed my blood to
How could they? Archie, I'm going to show the world how weak your beast really is. This is the safest spot. It's the armed volunteer ship. Attention, attention. Our defense of Tokyo has failed, but we shall remain in Japan to battle this new beast. Beast? Its target is a ruffian lair in Hokkaido. By eating ruffians, it will strengthen. By assimilating them, it will threaten humanity. Radon's tragedy can't be repeated. As your commander, I urge you to find the courage to engage this beast. Him! So he's their commander! Okay. Soll uns an dieser Stelle mal reichen, sonst brennt mir, glaube ich, irgendwann noch mein Gehirn weg. Ich finde das Spiel sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch mal interessant, um einfach mal zu schauen, worum es in dem Quatsch eigentlich geht. Mir ist es ein bisschen zu viel persönlich. Ich finde es ein bisschen zu abgedreht. Mal gucken, vielleicht lese ich mich gleich mal ein. In diesem Sinne wünsche ich auch noch viel Spaß im Forum und bis zum nächsten Mal. Tschüss!